Herzlich willkommen bei Kurs-OFU Tech, heute zum letzten Video vor der Gamescom 2015. Zur Gamescom kommen wir später im Video nochmal, ausführlichst natürlich. Vorneweg schon mal, bevor wir jetzt das erste Thema anreißen, wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video jetzt seht, dann sind wir schon entweder in Köln oder gerade im ICE Richtung Köln. Und mehr Infos, wie gesagt, am Ende des Videos oder der letzte Teil, sag ich mal. Jetzt geht es jetzt erstmal um das Thema geblockte Webseiten in China. Viele wissen ja, dass in China ist das Web nicht so ganz frei wie in Deutschland oder in Europa hier. Da sind einige Webseiten eingeschränkt oder eben auch gar nicht erreichbar. Für uns ist das so ein bisschen befremdlich. Wir wissen nicht, wie ist das, welche Seiten sind blockiert. Und dafür gibt es eine Website, die nennt sich blockedinchina.net und ich werde euch gleich mal demonstrieren, wie einfach das da ist, rauszufinden, ist denn auch vielleicht meine eigene Website, also kursofu.com, in China blockiert. Und wir sehen, die ist erreichbar. Ich weiß zum Beispiel, dass Twitter in China nicht erreichbar ist. Das prüfen wir gerade nochmal nach. Das ist auch so. Ist denn Facebook erreichbar? Und Facebook ist auch nicht erreichbar. Dann denke ich mal, unser Business Social Network in Deutschland, also Xing, ist das denn erreichbar? Ist auch blockiert. Also ihr seht, einige Sachen, die jetzt wahrscheinlich alle Social Networks, die nicht in China sind, die sind wahrscheinlich blockiert. Wir können ja mal gucken, ist denn überhaupt Skype frei? Also gut, jetzt geht es hier nur um Domains. Man sollte vielleicht sagen, es geht nur um Domains, um Services, die über einen bestimmten Port gehen, sag ich mal. Das kann man hier noch nicht nachvollziehen, aber Webseiten kann man hier nachprüfen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit YouTube? Ist YouTube eigentlich erreichbar? Blockiert. Also ihr seht, es ist ziemlich schwierig in China da überhaupt die Mittel zu nutzen, die wir hier nutzen. Natürlich gibt es Proxy-Server, es gibt VPNs. Google geht immerhin auf. Aber es ist eben nicht so wie bei uns in Deutschland. Und der Betreiber dieser Seite, Blocked in China, hat auch noch eine weitere Seite, nämlich viewdns.info. Da kann man noch ein paar mehr Tools nutzen. Da kann man zum Beispiel IP-Adressen von Webseiten nachvollziehen. Da kann man Ports scannen, also was für Ports an auf irgendeine Domain zum Beispiel geöffnet sind. Geben hier einfach mal kursofu.com ein. Ich würde es jetzt hier nicht zeigen, wenn unsere Seite nicht ziemlich dicht wäre von den Ports her, aber werden es gleich sehen. Und da sieht man dann gleich, was für Ports offen sind. Ports zum Beispiel für irgendwelche Services wie Teamspeak oder hier sind so Standard-Ports, die abgefragt werden. Also bei uns ist nur HTTP und HTTPS möglich auf der Website. Da gibt es natürlich noch ganz andere Server-Seiten, wie auch immer, die man da mal abchecken kann, ob da noch irgendwelche anderen Services laufen, wie zum Beispiel SSH oder eben RDP für Windows, also Remote Desktop zum Beispiel. Man kann ja auch aus dem Iran einen Firewall-Test machen. Also die Seite ist ganz interessant. Ich will das jetzt hier nicht zu sehr aufblasen, das Video künstlich. Jetzt kommen wir zum Thema Gamescom. Thema Gamescom. Einmal natürlich von unserer Seite eine interne Information. Wir sind auf der Gamescom vom Mittwoch bis zum Sonntag, also wirklich die komplette Gamescom-Zeit sind wir dort. Wenn ihr uns sehen solltet, falls du auch auf der Gamescom bist, sprecht uns ruhig an, denn ihr bekommt nämlich von uns auch exklusiv einen KursOFU Schlüsselanhänger und einen Kugelschreiber kostenlos. Also traut euch, sprecht uns an. Ihr könnt uns gar nicht übersehen. So einfach ist es, weil wir nämlich T-Shirts anhaben mit KursOFU drauf. Also sprecht uns einfach an und wenn ihr wollt, können wir natürlich nochmal kurz ein bisschen plaudern. Nicht allzu lang, aber ein bisschen kann man durchaus mal plaudern, kein Problem. Und dann ist es ganz nett. Wir freuen uns natürlich auf euch, weil wir wollen natürlich auch ein bisschen Kontakt mit unseren Zuschauern halten. Und dann sehen wir uns auf der Gamescom. Dann noch der Rauschmeister sozusagen, eine Gamescom-Bekanntschaft und mein Namensvetter auch noch, der Down for Life, der hat zur Gamescom sich ein paar Gedanken gemacht, besser gesagt zur Gamescom 2014, aber das ist auch für 2015 gültig. Also Down for Life macht Gaming-Videos hauptsächlich im Bereich CSGO,
Steffen, wenn du siehst, schlag mich nicht, wenn ich jetzt was Falsches sage. Also hauptsächlich CSGO. Er hat mal Minecraft gemacht, ich weiß nicht, ob er es aktuell noch macht. Und dann so alle möglichen Krimskrams. Ist natürlich ein Gamer der ersten Stunde mit. Hat sehr viel alte Titel auch ein bisschen gezeigt. Und halt jetzt auch ein paar Vlogs. Ist ein cooler Kanal, checkt den mal ab. Und ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt aus dem Video Gamescom 2014 Survival Guide. Er zeigt euch da, wie er auf der Gamescom überlebt. Und das ist jetzt wirklich pragmatisch gedacht. Also da geht es jetzt wirklich darum, wie macht man sich am besten Essen, wenn denn auf der Gamescom alles so teuer ist? Und glaubt mir, es ist wirklich scheiße teuer, dort irgendwas zu essen, und es schmeckt auch meistens nicht gut. Und deswegen schaut euch das Video mal an, falls ihr auf der Gamescom seid. Wie gesagt, checkt seinen Kanal aus und schaut auch mal bei uns auf der Gamescom vorbei. Und noch vielleicht noch wichtiger als das, abonniert mal unseren Gaming-Kanal. Da ist nämlich einiges mit den Abos noch nicht so im grünen Bereich, sag ich mal. Und da kommen dann auf jeden Fall die ganze Woche über Gamescom berichtet. Das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Also wir werden dort Interviews machen, Pressekonferenzen zeigen, so ein bisschen Hintergrundinformationen, Impressionen und so weiter. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video und ich bin raus. Bis zur Gamescom oder eben danach. Ciao. Moin Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wer kennt das nicht? Es ist Zombie-Apokalypse oder Gamescom. Eigentlich ist das ja fast das Gleiche. Und ihr habt Hunger und es gibt weit und breit nichts zu essen. Ja, gerade auf der Gamescom ist das schwierig, denn die Stände, die da stehen, die verkaufen zwar Essen, aber das ist ungenießbar. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt 4 Jahre hintereinander auf Gamescom gegangen und ich habe da nie irgendetwas gegessen, was lecker ist. Das chinesische Essen schmeckt nicht, die Bratwürste dort schmecken nicht. Ich frage mich, wie man Bratwürste versauen kann. Das geht eigentlich gar nicht. Naja, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache so ein kleines Tutorial-Video, was ich mir überlegt habe, dieses Jahr mit auf die Gamescom zu nehmen. Da gibt es zum einen ja quasi ein Frühstück, Mittagessen, Nachtisch zum Mittagessen, Abendessen kann man dann mal wieder wahrscheinlich zu Hause, Frühstück meistens auch schon auf dem Weg dorthin, aber ich habe es trotzdem mal mit reingepackt. Diverse Getränke und so für zwischendurch so ein bisschen was. Und am besten fangen. Und wenn jemand die Preise auf der Gamescom kennt, dann kommt man damit auf jeden Fall viel günstiger weg. Ich glaube, das kostet zusammen so viel wie eine Brezel auf der Gamescom. Und das ist, glaube ich, die Brezeln sind das Einzige, das man auf der Gamescom wirklich noch essen kann. Der Rest ist echt. Boah. Ja, für das Mittagessen sowas Ähnliches wie Bundeswehrfutter, also EPA, habe ich mir da rausgesucht. Warum? Erstmal, was Warmes zu essen zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Das kann man relativ schnell warm machen. Man kann es aber auch kalt essen. Und ja, EPA ist ja so aufgebaut, das sind solche Aluminiumschalen. Das haben wir hier auch, so eine Aluminiumschale. Da ist dann Essen drin und das sind genau 300 Gramm. Lässt sich in der Mikrowelle machen. Ich esse die auch manchmal zu Hause, die Dinger. Und gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Das habe ich, glaube ich, auch schon bei Aldi gesehen. Ich habe das jetzt hier auch wieder von Edeka geholt. Und ich habe hier einmal Cevapcici und einmal Currywursttopf. Und um das Ganze warm zu machen, war ich gestern in so einem Survival Store bei uns in der Nähe. Und da gibt es hier diese Aspid-Kocher. Das ist so ein kleiner Kocher. Ich kann den gleich mal auspacken. Da sind so Tabletten drin. Also der wird so zusammengeklappt. In der Mitte sind Tabletten. Ah, kriege ich das Ding nicht auf. Ich will das, die Packung ja nicht kaputt machen. Genau, hier. Das ist so ein Metallkocher, den kann man hier so aufklappen. Und dann sind da so Tabletten drin. Die zündet man an, dann brennen die legt man hier in die Mitte auf dieses Ding drauf. Dann stellt man das so hin. Ich denke mal, hier kann man es noch sehen. Dann hat man unten die Wärme natürlich und dann kann man hier oben diese Packung draufstellen. Und das sieht dann so aus. Und dann kann man sich das warm machen. Das wird natürlich nicht so schön gleichmäßig warm, deswegen immer mal ein bisschen umrühren, natürlich vorher den Deckel abziehen, nicht mit geschlossenem Deckel das Ganze warm machen. Und ungefähr so isst man bei der Bundeswehr im Wald auch, wenn man Biwak hat, also Bundeswehr im Wald außer Kontrolle. Wir hatten das ja letztens in meinem Bundeswehr-Podcast, den ich gemacht habe. Den gibt es auch noch auf dem Kanal hier zum Anschauen, den verlinke ich euch mal unten, den Bundeswehr-Podcast. Und ja, da gibt es halt solche Sachen. Nicht so lecker wie das hier, aber sowas gibt es bei der Bundeswehr zum Essen. Und das sind super Mittagessen. Und wenn ihr euch irgendwo in den Freibereich setzt und diesen Aspid-Kocher auf den Boden stellt und mal 10 Minuten da das Essen macht, ich glaube, keiner sagt da was. Und ich habe letztes Jahr sogar viele gesehen, die das gemacht haben. Die haben aber das Original-EPA genommen. Aber das ist teurer als das Zeug hier. Also das Original-EPA kann man auch im Internet bestellen und schmeckt bei weitem nicht so gut wie jetzt zum Beispiel der Currytopf oder das Cevapcici. Das esse ich echt häufig. Also, ja, wenn ich mal echt keinen Bock auf Tiefkühlpizza habe, wenn ich schon nichts mache, dann hole ich mir dieses Cevapcici.
kosten 1,20 € und ist mega lecker. Ja, so viel zum Mittagessen. Als nächstes kommen die Getränke.